Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Onkel Nupsi. Und wir zocken Sunkenland. Ja, Freunde, was ist los? Was ist geschehen? Ja, wir haben ja gestern angefangen und am probehalber. Nee, das habt ihr, glaube ich, gar nicht mehr gesehen. Das hat ich alleine gemacht. Ich habe probehalber schon mal Strom drüben hingestellt. Ich will jetzt hier bloß mal kicken, ob der Ofen noch geht. Aber der Bug ist wirklich weg. Ja, passt auf. Wir gehen mal rüber und dann zeige ich euch das. Papp. Muss ich noch was mitnehmen? Das werde ich sehen, wenn ich drüben bin, wa? Pass auf. Ah, ihr seht da oben, da ist schon ganz schön was los. Ich kann ja die meisten Sachen ja nicht bauen, weil ich muss alles neu erlernen. Das hatten wir, glaube ich, noch zusammen rausgefunden, wa? Ich hier ruf hier und sage, ich möchte was bauen. Sagen wir mal die Küche. Da. Das ist alles, was ich kann. Der einfache Grill, der einfache Wasser rein, ja. Weiter jetzt hier. Bioreaktor, Forschungstisch. Strom. Ende, Allende. Jetzt hatte ich ja auch schon das Windrad erforscht. Weil ich dachte, naja, machst du wenigstens erstmal Windrad. Kannst du vergessen. Ich hab's erforscht, kannst nicht bauen. Also habe ich drüben abgerissen. Die Windräder. Damit ich sie hier aufstellen kann. Und was soll ich dir sagen? Die haben sich multipliziert. Ich habe also 10-mal ein Windrad abgerissen, habe 10 neue im Inventar gehabt. Alles klar. Damit hatte ich jetzt welche, um hier hinzustellen. So, gleich mal auf eine Frage zu antworten. Micha hatte mich gefragt, wie ich das jetzt hier mir vorstelle mit der Verteidigung. Okay. Ich habe mir den großen Kompressor gebaut. Der hat 50. Ich habe hier eine Tür hinten drin gezimmert. Zwei Fundamente. Und werde hier draußen die Geschütz hinstellen. Dann kann das nach da arbeiten. Und den ganzen Kreis. Und dasselbe für das da drüben. Der deckt dann demzufolge die andere Seite ab. Zack. So, und nach vorne hin ähnlich. Ich bin hier weiter raus hier und kann jetzt hier vorne alles abdecken. Könnte natürlich auch noch hier weiter rausgehen können. Muss ich mal sehen. Ich habe jetzt hier sowieso keine Schütztürme, das ist ja nur mal so. Okay, Freunde. Dann lasst uns mal hochgehen. Und uns das oben angucken. So, hier die Küche, wie ihr sagt. Und da werden wir noch den Fußboden gleich legen. Hier drüben habe ich einsam einen Kleinkompressor gestellt, weil der stand drüben in einer anderen Base noch. Und ein Windrad. Das heißt, 10 und 15... sind gleich 25. Das ist der Strom für ein Geschütz unten. Dann brauche ich bloß noch das da drüben zu verkabeln und zu bestromen. Okay, das war das. So, hier unten, das soll ja das Lager werden. Da habe ich mich auch von Micha inspirieren lassen. Ich finde das ja viel zu groß, aber Micha macht das zum Beispiel so, der macht für alle eine Kiste oder einen Schrank. Ja, für Handschuhe, für Jacken, für Hosen. Ja, und dann hat er noch einen Raum für Trophäen. Und so dachte ich mir das jetzt ähnlich, um den Raum hier voll zu kriegen. Wir stellen uns hier Schränke und Kommoden hin. Und auf diesen können wir zum Beispiel dann die Vasen oder wie sie Quatsch stellen.
So ist erstmal mein Gedanke. Gut. Hier draußen hatten wir ja nun von Anfang an gesagt, hier kommt der Strom hin. 1, 2, 3, 4, 5 Windräder und 2 Solarmodule. Das war mir dann natürlich zu wenig. Also, wenn ich hier nochmal rangehe. Nochmal 2 Windräder und 3 Solarmodule. Und somit sollte ich jetzt erstmal genug Saft haben. Wir haben jetzt 145. Ich glaube schon, das passt. So sieht das hier aus. Die kicken freundlich hier durch. Wunderbar. Und wenn das nicht reichen sollte, können wir immer noch hier oben Sonnenkollektoren hinpacken. Ja, kein Problem. So. Ja, das war das erstmal so gewesen. Jetzt müssen wir mal kicken. Ich kriege kein Eisen ran. Ja, ich war also schon ein paar Mal gucken jetzt. Ich finde kein Eisen mehr. Kurios, kurios. So, hier hätten wir noch ein paar Öfen. Na, die werde ich nicht alle hinstellen. Das ist Quatsch. Auch kein Mensch. So, aber Farbe. Warte mal. Bauen. Hier unten. Hier, wa? Die Küche ist das hier. Holz, okay. Dann packen wir uns mal ein bisschen Holz ein. Ja, ja, immer noch Windräder. Ja, ja. Können wir kaputt machen. Nein, ist die falsche. Ja, wir hoffen ja nun wirklich, dass hier noch das Update kommt. Heute meine ich aber. Ich glaub's nicht. Das ist ja so viel kaputt in dem Spiel. Da haben die so viel zu tun. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die ein Update bringen. Okay. So. Schrumm, schrumm, schrumm. Wir könnten. Ach so, Gummi. Den Blitzableiter. Ja, er bringt noch nichts. Er bringt nichts. Hat keinen Sinn. Ich hatte an die Suchscheinwerfer wieder gedacht. Vielleicht stelle ich sie auch irgendwann nochmal. Jetzt gerade sehe ich sie nicht. Die könnte ich nämlich durchaus hier hinten mit draufstellen. Aber in so ein Suchscheinwerfer nimmt 30 Einheiten. Freunde, hört mal auf. 30 Einheiten. Ihr seid doch nicht knusper. Gut. Was haben wir hier, was wir noch verbauen könnten? Ja, lediglich so ein Ofen. Ach so, Gummi. Gummi, 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 Gummi. Hier ist das Lager. Hier oben ist die Produktionsstätte. Hier sehen wir schon mal, dass das ganz schön dunkel ist. Ja. Okay, von wo werden wir drin kommen? Von da oder von da? Man weiß das nicht. Pass mal auf, wir stellen mal den Ofen hier hin. Wir stellen den. Ach, das ist die lange Fläche. Oder wir stellen die Öfen hier hin. Warte. Naja, komm, wir stellen den erstmal hin.
dass das hier nicht so einsam aussieht. Stell dir mal so gepflegt ins Eck. So. Okay. Ich möchte hier eigentlich sehr viel mit Steckdosen arbeiten. Das würde natürlich voraussetzen, wir haben welche. Das würde wieder voraussetzen, dass wir die erforscht haben. Da sehe ich schon wieder... Ach, warte mal. Nee, das war ganz blöde unter Essen oder so, wa? War da ein ganz blöder Punkt. Ach nee, die waren das. Okay. Ja nee, dann sind keine Steckdosen da. Heißt, ich könnte drüben jetzt noch mal gucken, ob ich welche habe, aber ich glaube es nicht. Demzufolge müssen wir uns dann erstmal welche bauen. Ja. Okay. Kick mal hier hoch, wa? Mein Hubschrauber und so. Alles weg, alles neue machen. Aber ich mach das jetzt nicht mehr. Die Schütz könnten wir bauen. Dazu bräuchten wir aber ganz schön viele Mats. Zähne davon. Och, und das ist alles doppelt. Ach nee, ich muss hier... Ist das erforschen jetzt? Ah, das können sie auch besser machen, wa? Dass man weiß. Nee, die sind erforscht, sonst wären sie weiß, wa? Ich weiß es nicht. Okay, gut, Jungs. Dann gehen wir mal rüber. Jungs und Mädels. Will man nicht falsch sagen? Nehmen wir mal. Oder haben wir hier noch Steckdosen? Denke nicht, wa? Nöp. Okay. Schwimmen wir rüber, ja, wa? Klar. Warte mal, Geld? Mhm. Dann gehen wir erstmal zum Händler. Ja, ja, ich komme. Und der Tante müssen sie auch mal eine Lampe bespendieren, wa? Ja, nichts kommt hier. Kamin. Ah, siehst du, ich könnte schon meinen Kamin bauen. Ach, warte mal, ich kann da eine Lampe aufsetzen. Wenn es schön macht. Wie, was jetzt? Einig. Ja, so, kicken wir mal am Tisch. Last und der Last, Steckdose. Einmal Plastik. Ich nehme mal den Plastik mit, ich nehme mal den Kamin mit. Ja, den Kamin nehme ich nicht mit, aber hier das Zeug. So. Jetzt. Ach nee. Ich muss den erst erforschen. Pass auf die Steckdose. Eins, eins. Ein Zahnrad, ein Platinchen. Da. Ich musste da erforschen. Ey, ich werde irre. So, jetzt habe ich noch einmal Plaste. Eine Plaste ist nicht viel. Ja, ich meine, wenn das jetzt so ist, wie das ist, dann ist natürlich auch klar, dass die Leute überhaupt ja keinen Bock haben, wa? Und was ich auch ulkig finde, dass das bei jenen unterschiedlich ist. Bei den einen ist der Bug noch, der andere hat den Bug. Warum oder wo? Immer hier wieder beim Essen? Nee, beim Bett?
Hier nicht. Rot nicht. Lampe. Ach, Strom, wa? Ja, Strom, okay. So, wir können eh eine Steckdose bauen. Das ist nicht viel, weil wir kein Plastik haben. Warte mal, ich mach mal eben Plastik. Nee, ich mach kein Plastik. Ich nehme Platine. Und ein Zahnrad. So, dann haben wir erstmal eine Steckdose. Ach, hahaha. Ich habe keine Kiste mit. Gut, dann kannst du das erstmal lassen. So. Wenn wir Plastik wollten. Junge, 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 Junge. Nee, ich habe also wirklich keine Lust, alles neu zu lernen. Daran habe ich keinen Spaß. Hier ist Plastik. So. Isolierband bräuchten wir. Isolierband für Plastik. Erforscht. So. Jetzt müssen wir Plastik herstellen. Ja, wie gesagt, es könnte heute sein mit dem Update. Aber ich glaube nicht dran, ne? Ich meine, der Ansatz von Dieter war nicht schlecht, dass er sagt, zum Jahrestag. Durchaus. Würde Sinn machen. Aber. Zack, 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 zack. So, und jetzt brauchen wir Steckdosen 5 Stück. Das heißt, das packen wir zurück und nehmen uns die. Packen wir das zurück und nehmen uns die. So. Jetzt haben wir 5x5x alles klar. Oder reichen die? Doch, das reicht. So, dann essen wir noch was, gehen rüber und dann machen wir mal hier ein bisschen fertig. Ich fress meine ganzen Vorräte auf, weil ich hier nicht zum Kochen komme. Aber ich auch keine Lust zum Kochen habe. So ist das. Aber ja, wir haben ja nichts mehr draußen zu machen, also. Das ist ja der Traurige. Ach, hier hat doch meine Kiste. Aber habe ich nicht gesehen. Ja, so sieht die Base aus. Oh, wieder recht kompakt, finde ich. Hier hoch. Und dann, warte, nee, wir müssen ja noch hin zu, wa? Wir müssen ja hier hin. Weil ich wollte jetzt den Ofen verkabeln, genau. So. Habe ich hier oben schon Strom drin? Ich denke nicht. Da liegt Strom an. Soll ich den Strom von hier nehmen? Okay. Aha. Jetzt. Okay. So, jetzt haben wir da Strom drin. So würde ich das weiterführen. Steckdose.
Ja, wir machen das nicht mit den Knoten, sondern... Nein. Nee, warte mal. Warte. C. Geh mal hier doch ran. Oh, hab ich mich verklickt. C. Genau, das dachte ich. So. Geht da durch die Wand. Das ist schlecht. Hör mal auf. Okay. Geht da hier schon wieder weiter. Aber ich will ja jetzt keine Steckdose haben. Pass mal, ich mache aber noch welche. Ach, noch eine Steckdose? Bin ich da? Ich muss hier rüber. Um das sauber hinzukriegen. So. Strom. Das hat er schon wieder weggemacht jetzt hier. So, wir nehmen nochmal Kabel. Okay. So ist richtig. Jetzt. Wenn wir das so machen, dann verspreche ich mir davon, dass die Kabel auch schön da bleiben, wo wir sie hinsetzen. Okay, so, jetzt nochmal. Cäsar. Und, ja, kann ich renieren, wa? Naja, das am Fußboden wäre schon besser gewesen. Wenn ich da unten nochmal eine Steckdose gemacht hätte. Gut, jetzt gucken wir erstmal, ob wir Abnehmer haben. 30, alles klar. Der Ofen ist on. Okay. So, warte mal. Wir bauen uns noch ein bisschen Steck. Dann würde ich die hier unten hinsetzen. Dass ich das Kabel da wegkriege. Diese Kabel. Sauber. Hat er abgerissen. Jetzt liegt das da oben. Komm ich aber nicht ran. Okay, hole ich mir gleich. Ja. Gefällt mir gut. Okay. Wir kabeln wieder. Ich möchte da unten drin kabeln. Aus. Besser. Oh, wird ein Schuh raus. Na, wenn das keine feine Installation ist, Freunde. Jetzt können wir hier rüber. Kickern. Ups. Das ist immer lustig. Ich bin ziemlich sicher,
dass wir Strom haben. Weil das lässt sich auch alle sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich sage mal, wir müssen locken. So, da sind wir wieder. Aber jetzt, okay. Wir gehen gucken, ob Strom ist. Ja, jetzt ist wieder alles gut. Ich sage locken und dann ist gut, gerade was den Strom anbelangt. Gut, haben wir jetzt hier den ersten Ofen. Wir machen daneben noch den Stahlofen. Und dann sind wir da ready. Dann kommen hier ein Fass oder ein Schrank für Rohmaterialien. Könnte vielleicht auch einen Brennofen machen, aber... Oh nee. Ach, wenn der läuft, dann läuft er ja. So. Gut, dann haben wir hier den ersten Abschnitt. Dann geht das weiter. Ja, die Werke kriegen wir hier schon drin. Den Forschungstisch, ja, das ist auch noch so ein Ding. Wo lassen wir dich denn? Hm, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Freunde, wir können nicht viel machen. Strom legen, ja, aber wohin? Wofür? Hier haben wir auch schon Steckdosen, ja. Wofür? Frag ich mich gerade, ja. Warum habe ich denn da unten eine Steckdose? Hm. Keine Ahnung. Naja, Steckdosen kann man nicht hier noch haben, wa? So, hier hinten, wie gesagt, das Bett. Oder da drüben in die Ecke, da vielleicht noch besser. Warte mal, ich gucke mal, ob wir ein Bett bauen können. Ja, wahrscheinlich wieder eher nicht. Hier drüben ist auch das Bett. Bett. Ach, der Kamin. Der Kamin, der Kamin. Giftig, giftig. 10, 5 und 13. Können wir natürlich bauen, klar. So. Und das Bett bräuchten wir. Jetzt mal kicken, den Kamin darin oder den Kamin darin? Ich hopp's mal schnell rüber. Das machen wir noch. Oh, 5, 15 Bretter. Sollten wir eigentlich zu Genüge haben. 15, wie abgezählt. 15 Bretter, 5 Kupfer. Wenn wir alles so viel hätten wie Kupfer. Oh, ein bisschen Lappen. Lappen haben wir drüben, glaube ich, nicht. Nehme ich mal lieber hier mit. Vorsichtshalber. Und Metal nehmen wir auch ein bisschen was mit. Man kann ja nicht wissen. Ja, das ist jetzt natürlich alles, man baut, baut und baut. Und nachher ist das alles wieder für umsonst, wa? Ist es ja sowieso, wissen wir ja aber. Naja, andersrum, was willst du machen? Aber ich werde mal gucken, ob ich mir das hier irgendwie markieren kann. Und dann kann ich das vielleicht im nächsten nochmal so bauen. Ich finde es nicht schlecht. So, guck mal nach dem Bett. Ach, erstmal nach dem Kamin. Wie hoch ist der Kamin? Das war's nämlich, genau. Das war der Punkt. Haben sie noch nicht kleiner gemacht. Okay. Also, das wissen wir schon mal. Hauen wir hier einen Kamin hin, kickt der oben durch. Du brauchst also einen Doppelraum. Okay.
So, das Bett. Ja, da kuschelig, hier auch kuschelig. Will man unter der Leiter schlafen? Weniger, wa? Nee, pass mal auf, ich lasse das mal hier drüben. So. Hier ist das schon schöner. So. Hier weg zumachen. Bauen. Ja, ich mach dazu. Dann habe ich hier hinten eine Nische. Du, da finde ich mit Sicherheit was. Okay. Ich könnte natürlich auch noch vorgehen, das hier abschließen. Trum, trum, trum. Naja, würde auch Sinn machen, wa? Denn ich will ja nur nicht im Lager wohnen. Ich mach das zu. Ich mach das erstmal mit Holz. Und dann werden wir später sehen, ob wir das nochmal ändern. Zu. Und hier machen wir ein Türchen, ne? So. Okay. Der Aufhang und hier meine kleine Katakombe. So, hier kommt noch Tischstühle und ein paar Schränkchen drin und dann ist die Welt in Ordnung. Den Kamin, warte mal, wenn ich den reinstellen würde, ja, der würde genau hier durchkommen. Ah, schade, schade, schade. Also Freunde, genau wie mit dem Kronleuchter, beachtet zwei Stockwerke. Schade, schade, schade. Na gut. Okay, das war's gewesen. Ja, ich weiß nicht, ob wir alle drüber holen, die Werke. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge, dass wir einfach die Werke einpacken und hier mal hinstellen. Einfach um zu sehen, wie funktioniert's. Was? Das könnte man machen. Gut. Ja, dann bleibt mir wieder nichts zu sagen, als wie schönen Dank fürs Zuschauen. Ob ich mit dem Hubi mal rüberfliege? Weil ich's drauf habe? Ah, ich will mein Glück nicht so herausfordern. Aber ich kann's, ich weiß. Gut. Freunde, schönen Dank fürs Zuschauen, ja. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Freue mich über Anregungen und Kritiken, wenn sie denn sein müssen. Ja. Und ansonsten sagt schön mit Ö. Euer Onkel Nupsi.